anderes sein. Was ist eine Fahrradstraße? Für die Busseker Verkehrswendeinitiative ist eine Fahrradstraße der Anfang von vielen Fahrradstraßen. Eine, wenigstens eine einzige Fahrradstraße, ist der Anfang vom Traum einer Verkehrswende, die Busseck lebenswert für alle, klimafreundlich und zukunftsgerecht macht. Dieses Jahr, wir hätten gerne Kaffeekuchen verkauft, bisschen schwierig, wir mussten das diesen Corona-Bedingungen anpassen und haben das Ganze auch sehr auseinandergezogen, nämlich einmal von Drohe bis zur Zeitstraße, da konnte man sich gut auf den Weg gehen. Inzwischen ist eine Fahrradstraße für alle im Busseker Parlament vertretenen Fraktionen zu einer guten Idee geworden. Auf der Strecke des R7 in einem Verkehrsversuch eine Fahrradstraße einzurichten, können sich alle Parteien gut vorstellen. Für die Busseker Politiker ist eine Fahrradstraße auch ein zukunftsweisendes Pilotprojekt, was hier erstmal auch ein Alleinstellungsmerkmal wäre und vielleicht dann auch attraktiv für den Landkreis und darüber hinaus wird. Solche sogenannten Regiotrams sind in Kassel und Karlsruhe schon erfolgreich im Einsatz. In Gießen ist das besonders erfolgversprechend, weil die Stadt über ein sternförmiges Schienennetz verfügt, welches durch die Reaktivierung der Lundertalbahn noch verdichtet wird. Was ist die Busseker Verkehrsinitiative? Hier haben sich Menschen zusammengefunden, die diesen Traum vor, ich weiß gar nicht ganz genau, circa 1,5 bis 2 Jahren gemeinsam zu träumen begonnen haben. Uns in der Verkehrswendegruppe eint, dass wir aus Sorge ums Klima, genervt von Verkehrslärm und Abgasen, besorgt um die Gesundheit der Bevölkerung und vor allem auch besorgt um die Sicherheit der Kinder und auch der Senioren, wünschen, dass es in Busseck bald anders zugeht. Dabei spielt in unserer Gruppe keine Rolle, ob man einer Partei angehört, welcher Partei man angehört, ob man aus Großen Busseck, aus Alten Busseck, aus Beuern, aus Drohe oder aus Oppenrot kommt, ob man alt oder jung ist, all das spielt keine Rolle, sondern es geht uns wirklich um die Sache und die Menschen, die dort sind, sind sehr verschieden und inzwischen sind aus allen Bussecker Parteien auch Menschen dabei. Und was ich ehrlich gesagt auch noch glaube, dass die Menschen, die jetzt noch gegen die Fahrradstraße wettern, weil sie ihr Auto nicht aufgeben wollen, wenn sie in ein paar Jahren mal alt sind und deswegen nicht mehr Auto fahren können, sondern mit ihrem Rollator durch die Gegend schieben, froh sind, dass vorher schon Leute für eine Verkehrsberuhigung gekämpft haben.